Allmählich wird das hier doch was, finde ich, oder? Mit unserer Zivilisation, die wir hier erbauen. Bei Civilization, genau. Ihr seid bei dem neuesten Teil der Civilization-Reihe bei Beyond Earth. Erscheint Ende Oktober. Das hier ist eine Preview-Version des Spiels. Danke an Entwickler und Publisher, dass ich die hier spielen und euch zeigen darf. Wir spielen Polestralien, so als der Sponsor unserer Expedition zu diesem bitterkalten, in ein exotisches, fremdes Blau getauchten Welt hier auf diesem fernen Planeten. Und das hier ist Freeland, unsere Stadt, Startstadt, die wir gebaut haben aus den Überresten unseres Raumschiffes, mit dem wir hier gelandet sind. Hier haben wir eine Obstplantage gebaut. Und hier links davon arbeitet unser einziger Bautrupp an einer Farm. Nordwestlich davon haben wir eine Koppel errichtet für die Chitinkäfer, die dort sind. Und hier noch eine Obstplantage. Diese unheimlichen Röhrenwälder seht ihr darüber, wabert türkisfarben, gefährliche Miasma-Ausdünstungen. Und hier seht ihr die Phyraxid-Vorkommen, wichtig für die Affinität, die Weltanschauung der Vorherrschaft, die wir anstreben. Für da hilft Phyraxid sehr, um überstarke, roboterartige Spezialeinheiten zu bauen, später im Laufe der Partie. Und hier haben wir auch eine Plantage bei diesen Vielwürmern, bei diesem Vielwurm-Vorkommen errichtet. Das ist die eine Stadt von uns, die etwas größere, und dann haben wir noch eine kleinere hier, die aus einem Außenposten der letzten Folge entstanden ist, Jimbumba. Da ist noch nicht so viel los. Sollte aber hoffentlich bald noch hübscher, größer, doller und besser werden. Und was machen wir als nächstes? Kaputt machen. Nicht nur aufbauen, auch kaputt machen. Das ist unser Ziel. Wir haben die Quest bekommen, die Aufgabe von einer anderen konkurrierenden Handelsstation, diese hier zu vernichten, die Fernbasis 1. Und die hat uns zwar nichts getan, aber andererseits, warum nicht? Dann haben wir hier auch vielleicht mehr Platz. Wir sind etwas eingezwängt hier, so viel unfruchtbares Land hier, Shackleton, das ist unser Auftraggeber. Warum nicht? Eine Runde weiter. Das ist gar nicht gut. Erstmal hier, Quest gescheitert. Die feindliche Übernahme ist gescheitert. Komisch. Die hatten uns das doch gerade erst gestellt, die Aufgabe, vor wenigen Runden. Dann haben wir das nicht schnell genug gemacht und schon ist die Quest gescheitert. Also ich weiß es, dass diese Quests, dass die irgendwann ablaufen, und das ist gekoppelt laut Auskunft von der Lead-Producerin Lena Brenk auf dem Live-Talk, den ich auf Twitch.tv organisiert hatte, gibt es da eine Kopplung von einem Basisrundenwert, einem Sockel, der erstmal absolviert werden muss, eine Basiszahl von Runden, und wenn der erreicht ist, dieser Sockel an Rundenzahlen, dann greift ein Zufallswert. Das heißt, nach, was weiß ich, 5 oder 10 oder 20 Runden, die auf jeden Fall verstrichen sein müssen, ist es ab dann möglich, dass solche Quests verfallen. Das wird dann ein wenig immer wahrscheinlicher. Aber dass das so schnell geht? Ich glaube, das verbuche ich mal unter Balancing-Schwäche. Das ist, glaube ich, noch nicht perfekt gelöst. Schade. Ich hätte gerne hier zerstört. Da werde ich zum Gutmenschentum gezwungen vom Programm. Unfassbar. Und das ist gar nicht gut. Handelseinheit zerstört. Wir haben einen Handelskonvoi weniger. Der muss hier von Aliens vernichtet worden sein. Und der zweite zieht ja gleich drüber. Das ist aber ärgerlich. Hier. Ah, das ist dieser Belagerungswurm. Der ist genau hier dazwischen. Jetzt kommt er in die Sichtweite rein. Die Handelskonvois haben keine eigene Sichtweite. Das ist natürlich ganz, ganz bitter. Den können wir auch nicht killen. Der ist zu mächtig. Da können wir nur hoffen, dass der weiterzieht und dass wir nicht ständig Handelsrouten nachbauen müssen. Welcher ist uns verloren gegangen? Ja, der von Freeland aus ist uns verloren gegangen. Der rüberzieht nach Jimbumba. Den können wir gleich nachbauen. Haben wir hier eine Bauschlange? Ja. Können wir gleich einen weiteren reinstellen in die Bauschlange. Wie ich befürchte, gleich nur einen dritten. Ja. Sehr ärgerlich. Chimbumba hat jetzt 3 Bewohner. Das ist natürlich sehr erfreulich. Es ist immer noch Wachstum möglich, aber wir müssen dringend die Kulturgrenzen ausdehnen. Wir haben hier nicht gute, fruchtbare Gründe, Siedlungsgründe oder Felder, die man bewirtschaften könnte, aber durch diese Reliquie der alten Erde müsste das bald möglich sein, durch deren Kulturerträge,
die Kulturgrenzen auszudehnen. Mal gucken, was der hier macht nach dem Rundenwechsel, der Belagerungswurm. Achso, hier haben wir noch den Erkunder. Der zieht über die Miasma hier. Oh, kann nicht weiterziehen. Das hier ist Berg, das Gelände hier. Sieht aus wie ein Tal, ist aber ein Berg und Berge sind unpassierbar hier. Der Soldat hier. 90 Trefferpunkte. Nach einmal eine Runde aussetzen ist er ausgeheilt. Ach nein. Der Handelskonvoi ist hier draufgezogen und war schon auch vernichtet. Ist das ärgerlich. Unfassbar. Dem setze ich mal eine Runde aus. Ich konnte ihn da irgendwie weglocken. Den quasi als Köder in die vorderste Reihe stellen. Dann schauen, ob der darauf anspringt, eventuell. Der Wurm. Ach, was ich noch gar nicht nachgeschaut habe. Wir hatten jetzt kürzlich eine Technologie erforscht, durch die Titan sichtbar ist auf der Karte. Das hatte ich noch nicht überprüft. Hier, Titanressource. Wichtig, seht ihr selbst, für mechanische und Orbitaleinheiten, aber erst später im Lauf der Partie. Kann man aber auch durch Minen gut nutzen. Hier, Titanmine kann man da bauen. Sonst auf dem Feld, was aufgedeckt ist, noch nicht allzu viel. Eine Runde weiter. Ja, jetzt zieht er rüber zu unserem Soldaten. Ich lock den mal hier weg. Aber in das Miasma-Feld ungerne. Lieber hierhin. Ach, aber dann ist er auch außerhalb der eigenen, der außerhalb der Reichweite des Wurms vermutlich. So, jetzt bietet der sich als Opfer an. Da hinten ist noch ein Wurm. Noch eine Questentscheidung. Ich lese die Texte diesmal nicht vor in dem Let's Play Together, das ich habe, mit dem Christian Weigel gemeinsam. Da gehen wir all diese Quests auch atmosphärisch drauf. Hier spiele ich mal ein bisschen schneller und das ist quasi ein Let's Play für Fortgeschrittene. Ich erkläre nicht mehr alles haarklein. Und, koste auch nicht die Quests komplett aus. Nahrung aus Vivarien oder Wissenschaft aus Vivarien. Nahrung finde ich nicht ganz so wichtig, weil es durch die Handelskonvois auch sehr viel Nahrung gibt. Forschung ist dagegen, Wissenschaftspunkte deutlich schwieriger zu bekommen. Deshalb gehe ich mal hier drauf. Vivarium, dieses Gebäude, soll halt gratis Wissenschaft bringen. In 5 Runden wird hier der Satellit, hier seht ihr ihn, abstürzen. Dann wird er nicht mehr auf all diesen Feldern plus ein Credit produzieren. Schade. So, eine Runde weiter und weiter den Belagerungswurm hier beobachten. Ja, der zieht ja hin und her. Ah, oje, 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 ich ziehe den mal hier rein innerhalb der Kulturgrenzen, dann kann er schneller ausheilen. Den lasse ich da einfach mal stehen. Noch eine Questentscheidung. Oh, das ist ja toll. Super. Der Ultraschallzaun ist fertiggestellt worden. Und damit haben wir eine neue Anwendungsmöglichkeit für die Technologie gefunden. Wir können jetzt durch in den... wir haben jetzt die Wahl zwischen 2 Boni. Das Ultraschallzäune eine Rückschlagreichweite haben. Das heißt, dass sie statt 2, 3 Felder im Umkreis die Aliens abhalten, das Gelände zu betreten von Städten. Das ist nicht ganz unwichtig, weil die Städte ja also Geländefelder im Abstand von, im Umkreis von bis zu 3 Feldern bewirtschaften können. Und wenn wir hier drauf nicht klicken, dann ist es halt so, dass der äußere Ring, der 3 Felder entfernt ist, dass da Aliens reingehen können und zum Beispiel Geländemodernisierung vernichten können. Aber dass Handelskonvois nicht durch Alien-Einheiten angegriffen werden können, das wäre natürlich im Augenblick kurzfristig für uns sehr, sehr hilfreich. Jetzt ist das so, schaut mal hier links oben.
Oh nee, da habe ich was durcheinander geworfen. Die Möglichkeit gibt es tatsächlich nur dadurch. Ich habe das hier mit den Erkunde-Einheiten verwechselt. Ja, dann mache ich das hier. Handelskonvois können nicht abgeschlossen werden. Können nicht angegriffen und vernichtet werden. Dann lohnt es sich hier einen Handelskonvoi zu bauen. Und dann werde ich da gleich noch einen zweiten bauen. Für die andere Stadt. Können ja dann rübergeschickt werden. Dann kann ich den hier auch ignorieren. Und könnte mit dem ein bisschen erkunden, aber das scheint mir nicht so praktisch zu sein. Ich könnte vielleicht auch so die Fernbasis 1 vernichten, auch wenn ich keinen Auftrag habe. Mal gucken. So, mit dem Erkunder ziehen wir ja weiter durchs Gelände. Immer auf Hügelenden, das ist gut. Ah, das ist ja interessant. Eine Küste. Das hier ist ja ein Pangea-Zufallskartenskript, ein Riesenkontinent. Das heißt, das ist vermutlich ein weit ins Land reichender Meeresarm. Ob der jetzt von Norden oder Süden kommt, können wir nicht genau beurteilen. Oder es ist ein so großer Binnensee, dass er als Meer gilt. Müssen wir mal schauen. Habt ihr gesehen, da zog hier eine Einheit von Cavita rüber. Über den Hügel. Hier müsste ich eigentlich durchkommen. Ich will ja hier Handel nach Mandira ermöglichen. Ich will den Fog of War freilegen. Kann ich da Handelsrouten hinschicken? So, jetzt kann ich den wieder einrichten. Kann ich Jim Bumba wieder Nahrung und Produktion rüberschicken? Dreimal ausgesetzt und dann ist der verheilt. Ausgeheilt, genau. Dreimal 20 Punkte. Eine Station entdeckt, die Station Lalibela. Klingt so ähnlich wie einer dieser bekannten Feuchtigkeitsstifte, mit denen man sich die Lippen mit Fett einschmiert im Winter. Die Station bringt in jeder Stadt hier ein Handelsweg errichtet plus 4 Kultur. Das ist natürlich, das ist gut. Das ist gut. Also mit der einen Handelskonvoi einzurichten, dann noch in der Nähe von Jim Bumba, das lohnt sich in der Tat. So, und hier ziehen wir in den Norden. Der Bautrobot hier die Farm errichtet. Mal gucken, ob die KI die bewirtschaftet. Natürlich nicht. Unglaublich. Und wohin mit dem Bautrop? Mine errichten hier oben. Ja, wird gemacht. Den Soldaten hier. Da ist schon wieder ein Belagerungswurm. Wie gut, dass der Ultraschallzaun hier steht. Den platziere ich da erstmal und lass ihn da stehen. Produktion wählen hier. Langsam könnte es Zeit werden für einen Bautrupp da. Oder für die vielen schönen Gebäude, die es hier gibt. Natürlich, Ultraschallzaun. Scheint mir wirklich sinnvoll zu sein. Scheinen wir dringend zu gebrauchen. Vivarium geht natürlich viel schneller. Aber ich gehe mal lieber auf Nummer sicher und baue hier einen Ultraschallzaun. Damit die Aliens nicht reinkommen. Questentscheidung. Arbeiter schneller lassen. Arbeiten lassen plus 10% oder... Also das hier ist bei der Spielgeschwindigkeit schnell, auf der wir spielen, kein sehr mächtiger Bonus. Denn wer weiß, ob der überhaupt zu tragen kommt. Wir haben so geringe Rundenzeiten pro Arbeitsauftrag bei den Bautrupps. Also ich habe ganz selten sieht man mal irgendwas, wo das überhaupt greift.
wenn wir irgendwie nur 5 Runden sonst haben, um, oder 6, um eine Farm zu bauen. Und dann hätten wir so einen Bonus, dann ist das ja keine ganze Runde, die die Farm schneller gebaut wäre. Weil das hier dagegen, dass diese Gebäude plus 1 Nahrung bringen, das ist dann schon ein bisschen sinnvoller. Oh, die Quest fordert uns auf, einen Handelsweg nach La Libela zu errichten. Das ist natürlich schön. Das heißt, wir bekommen dann noch eine extra Belohnung, wenn wir das machen. Wunderbar. So muss es sein. Noch eine Quest gescheitert? Das gibt's doch nicht. Doch nicht dieselbe? Das ist ja völlig verrückt. Ist gescheitert. Nur eine Runde danach. Das Einzige, was mir als Erklärung einfallen würde, wo das vielleicht spielmechanisch Sinn machen könnte, falls diese Quests an alle Fraktionen gleichzeitig gestellt werden und wir haben die nur relativ spät erfahren. Naja, das macht keinen Sinn. So ist es nicht. Ich krieg da keinen Sinn rein. Sorry. Keine Ahnung, was das soll. Preview-Version des Spiels. Bugs möglich. Ich tippe darauf, dass es ein Bug ist. Und möchte euch erneut zum 1100. Male oder wahrscheinlich zum 3287. Male den allmählich euch langweilenden Hinweis geben, dass das hier eine Preview-Version ist und dass bei der Release-Version die allermeisten der Fehlerchen, die wir entdecken, wahrscheinlich gefixt sind. Bautrupp baut hier eine Mine. Könnt auch einen Generator bauen. Mine finde ich klüger. Minen bringen auch später mehr als jetzt an weiteren Produktionsboni. So, und hier ziehen wir. Hier, um den machen wir einen kleinen Bogen. Okay. Den platzieren wir in der Stadt drin. Dann kann er die bewachen, bis der Ultraschauenzaun fertig ist. Eine Runde weiter. Schimbumba ist gewachsen, sehr schön. Allmählich greift das hier auch mit der Kultur, baut aber noch richtig, richtig lange. Es sind 3 Runden, wird hier das nächste Feld fertig sein. So, hier ist der Erkunder. Immer auf einen Hügel und siehe da, Mandira. Mandira ist jetzt fast frei, doch, ist fast freigeschaltet. Noch ist ein bisschen Fork of War dazwischen. Das heißt, wir können bald mit denen Handel treiben. Wie sieht das aus mit der Handelswegübersicht? Von Freeland aus gehen 2 weg. Das heißt, 2 Handelskonvois können wir noch einrichten. Nein, 3. Freeland hat ja den Bonus, 3 können wir sogar, weil unsere Fraktion Polystralien hat den Bonus, dass wir einen dritten Handelskonvoi einrichten können. Hier entsteht... Gesundheit ignoriere ich noch weiterhin, aber nicht mehr lange, weil das wird, wenn es unter 10 wird, dann wird es unangenehmer. Ich setze hier mal 3 Handelskonvois ein. Das sind dann, 4 können wir sogar errichten, ne? Genau, einen noch für Freeland und 3 für Jimbumba. Jeweils einen, den die untereinander handeln können. Ach nein. Jeweils einen, den die nach Mandira schicken können und einer der beiden kann einen schicken nach La Libella, der andere nach Shackleton. Genau, also kann man 4 Handelskonvois hier machen. Genau. Und zwischenzeitlich sollten wir allerdings ein Pharma-Labor errichten, damit wir hier nicht unter minus 10 kommen. Dann gibt es hier nämlich außerdem noch minus 10 Produktionsboni. Möchte ich verzichten. Obwohl... Ach, ist egal. Ich bekomme immer wieder Kommentare von Zuschauern, von euch, die mir sagen, hey,
dieses Gesundheitsfeature, das ist doch ähnlich wie die Unzufriedenheit bei Civ 5. Da musst du bitte höllisch drauf aufpassen und fang doch mal endlich an, Gesundheitsgebäude zu bauen. Das geht doch nicht, dass dir das hier so in den Miesen ist. Das ist nicht ganz so schlimm wie bei der Unzufriedenheit bei Civ 5. Da hat es ganz gravierende Folgen, wenn diese Werte hier minus werden, wenn die Leute da unzufrieden sind oder hier, wenn die hier ungesund sind, die Bevölkerung, dann entgeht zwar auch Mali, aber die sind bei weitem nicht so arg. Da kann man sich das also ruhig leisten. Da müsst ihr ein bisschen von eurer Civ 5-Denke umsteigen auf die neue Beyond Earth-Denke. So, jetzt sind wir hier oben und haben hier, stimmt, jetzt ist der, die haben hier einen neuen, nee, noch nicht ganz, aber jetzt. Wunderbar. Jetzt haben wir Kontakt zu Mandira. Jetzt schauen wir mal, ob die bereit sind oder haben wir schon offene Grenzen. Nee, sind auch noch ausgegraut. Vielleicht sind die ausgegraut, weil wir die schon haben. Und mal hier nachschauen. Handelsverlauf. Offene Grenzen. Alles bestens. Dann können wir gleich hier durchmarschieren. Sehr, sehr schön. Oh. Ah, verstehe. Vereinbarung läuft aus. Sollen wir sie erneuern? Ja, natürlich wollen wir sie erneuern. Passt ganz gut. Dann sollten wir jetzt, also ich klicke drauf, ich bestätige das und kann nur sagen, Kavita, du bist eine tolle Frau. Du bist eine fantastische Handelspartnerin. Du bist eine gute Nachbarin. Und ich freue mich schon sehr, mich an dir zu bereichern, an dem Handelsaustausch mit dir. Und bin im Gegenzug auch nicht pikiert, wenn du dich ein wenig an mir bereichern möchtest. Habe ich noch nicht oft einer Frau gesagt. Bis dann, macht's gut, tschüss.